Hallo und willkommen zurück zu Far Cry 5. Total vergessen, ich habe ja noch Vorteilspunkte zu verteilen. Wir machen jetzt weiter im Knast. Huch, ich hätte fast gerülpst. Und wann machst du das noch? Wenn ich schlafe, obwohl da weiß ich es nicht, weil ich ja schlafe. Ich glaube, ich werde nach den Aufnehmen werde ich bei Dark DX gucken. Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade mal. Seite habe ich Bock irgendwie zu zocken. Ja, ich auch, aber ich will nicht. Ich wollte den Nachmittag auch, ne? Und dann habe ich eine halbe Stunde Cult of Lamb gespielt, ne? Ich so, oh nee, komm, ja. Weißt du was? Oh nee, komm, weißt du, guck bei Dark DX. Da habe ich in Disney Plus gestartet, Dark DX weitergeguckt. Ja. Ja, keine Ahnung. Auf der einen Seite habe ich Bock, aber auf der anderen Seite denke ich mir, oh nee, ich bin so müde. Ich bin jetzt fast eine Woche dran an der ersten Staffel, ne? 24 Folgen. Also fast 24 Stunden, weil die Folge knapp eine Stunde geht, ey. Ich hab jetzt gerade mal 18 Folgen geguckt. Okay. So geht es mir ja bei Supernatural. Wie lange bin ich jetzt schon dran und ich bin gerade mal bei der sechsten Staffel, ey. Ja. Also, ja, dann geh doch auch durch die Tür, meine Fresse, nochmal. Hallo? Geh doch. Ja, der geht ja nicht. Dann geh doch selbst, hä? Alter! Danke. Wir sind safe. Erstmal den Safe knacken. Ach, wir haben ja jetzt hier die Ballerei. Ich bin in. Und genau ich renne durchs Feuer. Geh mal aus der Leiter, Junge. Wow! Die kommen mit Raketenwerfern. Alter, der hat mich fast weggeballert. Das hat sich mir jetzt nicht gefallen. Jetzt bist du dran, du Missgeburt. Leiter und schnell hoch. So. Ja, ich. Gibt's hier irgendwo eine Leiter oder irgendwie hier hochkommen? Ich bin ja draußen irgendwo. Alter, der hat mich fast umgefahren. Ich komme nicht hoch. Ich brauche Munition. Zündest du die gerade alle an? Ja. Ich muss Munition holen. Das ist, weißt du, mir sagen, wenn ich mit Feuer spiele, ne? Die werfen mit Stein. Die kommen mit Waffen und werfen mit Stein. Was ist mit denen? Ich bin draußen, ich kann nicht viel helfen. Ich bin auch draußen. Okay, wir müssen wieder rein. Ja, wie Alter, ich habe schon wieder eine Ausdauer wie ein Arzt. Wie immer. Das ist komisch, ne? Bei so Spielen. Ja. Huch. Irgendjemand ist down. Von wo denn? Wer liegt denn da unten? Who's down? Hier oben, nicht unten. Ja, meine ich ja. Ach hier, pass auf. Boom! Boom! Opala, falsch so. Hier drin ist noch. Warum geht denn der jetzt die Leiter? Das ist so durcheinander hier schon wieder das Spiel. Das ist so unglaublich. Das ist.
teilweise macht Spaß, teilweise ist es aber auch echt nervig, wenn alles durcheinander ist. Ja, normal. Ey, die Tür. Ja, warum bist du nicht in Rente gegangen, Volltrottel? Wir sind ja nicht ein Jahr im Kampf hier mit dem. Jetzt weißt du warum. Er hatte Angst vor der Langeweile. Alter, ich langweile mich lieber zu Hause als schaffen zu gehen. Muss er zocken. Ja, gell? You got a sec for me? We got one big job around here. And that's to stop Faith. She took everything from me. My job, my marriage, even my son. All because of that bliss. Hat er den Pin nicht erst auf der linken Seite von der Weste? Ich achte da nicht drauf. Right now, you know about our water treatment plant? The cult took it and started pumping it full of bliss. You believe that? Right into the drinking water. Das Wasser ist nicht mehr so kalkhaltig. Well, she's not getting away with it any longer. Hab nie drauf gehoben. I tell you straight, we're gonna shut it down fast. Ja, kannst du furzen wie so ein Auto. Ja, oh, lecker Pizza. Pizza, Pizza. La Pizza hat, der Pizza hat. Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat. McDonald's, McDonald's. Da schalt die Fresse. Last 2 days we've had a few people go missing. Only from what we can tell, they weren't lost in the bliss. There's been rumors of some place run by Faith's favorites. Rumor has it. A place nobody comes back from. Torture, drownings, sacrifices. People say anyone who doesn't walk Faith's little pilgrimage winds up there. I think we got a real problem on our hands, and I need someone to check it out. Someone who can handle themselves if it turns out to be more than just stories. Be careful, Rook. Gib mir die Mission und erzähl mir nicht deine Lebensgeschichte, Junge. Oh! Da will man durch die Tür da gehen, da kommt einer entgegen. Hä? Ach, hier. Warte mal, Waffen, Pfeil und Po, warte mal, Dings habe ich jetzt fertig. Granatwerfer. Oder nehme ich Pfeil und Bogen? Ich glaube, ich nehme Pfeil und Bogen. Wo waren die denn, unter welcher Kategorie? Soll ich mir den Granatwerfer gönnen? Oder soll ich mir den Schaufelwerfer, Big Pharma, gönnen? Gönn mir den Granatwerfer. So. Wir nehmen erstmal einfach alle Missionen an. Ob wir sie machen, ist eine andere Sache. So, wie immer. Oh, ich will den Pullover haben. Mit dem Mittelfinger und Fax und The World. Seht, wie ich habe das T-Shirt. Achso, passt das T-Shirt eigentlich? Ja. Perfekt, oder? Ja, perfekt. Und schon angehabt auf Arbeit? Schon erstmal doof angeguckt. Wie? Ja. Hey, was ist das denn für ein T-Shirt? Ja. Lies ja. Steht da drauf. Haben die nicht verstanden, so wirklich. Dann haben die keinen Bezug zu Gamer und YouTube und Musik. Nee. Oh, ich werde mir jetzt bald NordVPN zulegen. Okay. Da kannst du weltweit auch Netflix Sachen dann sehen, die du hier nicht bekommst. Deswegen. Schon allein, weil wenn du guckst, was in anderen Ländern, was da für Filme sind, die du hier gar nicht bekommst bei uns. Ja, brauchst du mir nicht sagen. Dr. Charles Lindsay.
Wollen wir noch so einen Außenpost? Ach, hier ist noch ein Prepper-Versteck. Komm, wir holen uns noch ein Prepper-Versteck. Bist du soweit ready, dass ich die Schnellreise machen kann, oder? Ja. I'm ready, steady. Weißt du, weil Disney Plus ist jetzt auch nicht so das Wahre. Das ist, muss ich klar Na. sagen, dass das eigentlich noch schlechter ist wie Netflix. Muss ich ehrlich zugeben. Der Preis für das, was du bei Disney kriegst, ist es nicht wert. Du kriegst ja halt wirklich bei Disney nur alle Disney-Filme. Mehr auch Nee, nicht. nicht nur. Die haben ja auch andere Sender. Ja, so gesehen, alles, was Disney abgekauft hat, kannst du bei Disney gucken. Echt? Warum kann ich da den neuen Mortal Wow. Kombat noch nicht sehen? Das weiß ich nicht. Disney wirft aber, wenn ich die denn hasse, hier Marvel und Star Wars Scheiße am Anfang. Sobald ich Ja, das starte, ja. zack, erstmal hier She-Hulk. Ich will die Scheiße nicht sehen. Das interessiert mich nicht. Ich habe mir jetzt wirklich mal Marvels Avengers Endgame angetan, ne? Ja. Holy shit, ich bin eingeschlafen. Der ist ja so langweilig. Der ist ja wirklich todlangweilig, der Film. Naja, ich Selbst mag so. die Action, ich weiß nicht, ist ausgelutscht einfach. Vielleicht hättest du nicht mit Endgame anfangen sollen. Ach, ich habe ja bis Age of Ultron habe ich ja geguckt. Ich habe halt Infinity War nicht geguckt. Weil ich mir mal Ausschnitt angeguckt habe und dachte ich so, nee, komm, das ist jetzt das Ende. Jetzt ist Ende, es ist vorbei. Oh, und Okay. Oh, ich mag die Filme. Also ich mag die Marvel-Teil-Filme. Und auch jetzt Thor und so, die ja, das ist Filme. ja, das haben die ja auch mittlerweile so ins Lächerliche gezogen mit Thor. Aber alles andere, was jetzt auf Disney kommt, She-Hulk und diese ganzen Serien, die habe ich bis jetzt noch nicht geguckt. Weißt Mir wurde letztens gesagt, ich müsste, um das Marvel-Universum weiter zu verstehen, müsste ich die Serien gucken. Weil nee, sonst um würde das ich ja die Marvel. Filme. Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich musst du gar nichts gucken, um das Marvel. Alter, wie siehst denn du aus? Du bist ja Primer. wackig. Ja, Um so das wie Neu. Marvel-Universum zu verstehen, sollte man einfach die Comics lesen. Ja, und dann hat der Kerl halt so gesagt, um die weiteren Filme, die jetzt kommen, zu verstehen. Ich brauche keine Serien zu gucken, um einen Film zu verstehen, wenn mir das ja alles im Film so weitestgehend erklärt wird. Warum sollte ich dann Serien gucken, die mich nicht interessieren? Weißt du? Weil. Wie zum Beispiel She-Hulk. Was soll ich denn mit She-Hulk, weißt du? Interessiert mich nicht. Das ist auch wieder nur Dings gemacht. Ich sag mal jetzt bei Thor. Da fand ich den ersten Film fand ich noch richtig gut. Der zweite, naja, ging so. Aber da zog sich das schon ins Lächerliche. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was für ein Tor ich als letztes gesehen habe. Irgendwann habe ich den Faden so verloren, weil ich finde, die übertreiben nicht einfach mit den Filmen. Ich fand die ersten drei Iron Man Filme voll cool. Und ich finde es auch cool, dass die auch gesagt haben, hier bis dahin und nicht weiter. Das war's. Weißt du, man muss nicht alles übertreiben. Wir brauchen Strom. Ja, wir müssen da irgendwo rein. Aber wie ist man da noch mal reingekommen? Modi regelt. Ach, übers Gerüst. Ja, warte, ich muss da aber auch rein. Wegen den Sachen. Das ist auch, wenn ich mir jetzt angucke, der neue Blade, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Ne? Hast du den Comic hier oben eingesammelt? Ne, ich bin gar nicht reingekommen. Hier, übers Gerüst. Hier. Guck, guck. Wo bist denn du? Ach, da das Gerüst. Ich habe nämlich das Gerüst verloren. Aus dem Auge verloren. Und den wollen die ja auch ins MCU holen, ne?
So. Das wird aber so, Blade wird so dermaßen in die Hose gehen. Das wird, selbst wenn er nicht im MCU ist, geht der so. Blade ist one and only Wesley Wesley Snipes. Snipes. So, und kein anderer kann Blade machen. Weil, Ja, macht er aber nicht. nee, der erstens, wieso sollte er? Er ist aus dem All daraus, weißt du, um Blade wirklich noch machen zu können. Und zweitens bringt es auch gar nichts, weil. Was hast du von den Folgen oder von dem Film von Blade jetzt? Blade ist 90er Jahre. Anfang 2000. Hä, wo ist denn So. das Zeug? Waren wir hier nicht schon mal? Nein. Ja doch, mir kommt das hier voll bekannt vor. So. Ich bin mal Ah, gespannt, wie die hier. das mit Deadpool machen sollen. Ja, da bin ich auch gespannt. Das ist R-rated. Das kannst du nicht ins MCU holen. Das geht nicht. Ach! Oder die machen das so wie, ah nein, das wollte ich nicht lesen. Wie, den zweiten Teil. Dass sie so einen halt einen ganz normalen Teil Ja, wo rausbringen. es nicht so brutal ist. Das ist doch Schwachsinn. Und dann halt so einen familienfreundlichen Teil. Ja, den fanden ja alle so schlecht. Ich fand den auch schlecht. Du, Ich habe den bis heute Deadpool noch nicht geguckt. verharmlosen? Nein, das funktioniert einfach nicht. Wenn du die Nein. Comics kennst, dann Ey. weißt du, dass das nicht funktioniert. Funktioniert auch nicht. Meine Mutter, ne? Die ist ja nicht so geil auf solche Filme, weißt du, Ah, wo meine wirklich Mutter feiert lauter. sowas voll. Die findet sowas geil. Meine Mutter nicht. Aber das erste Mal, wo sie Deadpool geguckt hat, ich sag so, Mama, guck Deadpool. Du sagst zwar immer, du hast solche Filme, aber guck Deadpool. Du Eben. wirst dich kaputt lachen. Die da sind nie im Leben. Also sorry, aber ich guck das ja immer so halbwegs, wenn ich bei dir bin oder wenn du bei mir bist und so und Scheiß. Sehe ich es ja halbwegs. Ich also guck dir den Film einfach mal komplett von vorne an, ohne irgendjemanden dabei zu haben. Du lachst dich kaputt. Und was war? Die konnten nicht mehr. Die hat sich nicht mehr eingekriegt vor Lachen. Die da so, Michelle, was ist das denn für ein Schwachsinn? Das ist ja so behindert, aber wieder so geil. Ich war so, ja, sage ich ja. Deadpool ist einfach nur mega. Dabei ist das ja auch noch, sind die Comics ja noch brutaler. Pass auf. Bin mal gespannt, wie Deadpool 3 kommt. Wird. Ryan Reynolds hat da jetzt schon auf Facebook ein Bild gepostet. Zu Deadpool 3. Deadpool, ey, wird so Bombe. Ja, Disney, hallo. Ja. Es ist immer noch Disney. Steht zwar Marvel Studios drauf, aber da hat die große Maus mit den Ohren noch die Hand drüber. Aber trotzdem. Ah, ach, ach, warte mal, war das jetzt? Ja, genau, Disney Plus wird jetzt verklagt. Also Disney kriegt, na, wird jetzt verklagt Schon wieder? wegen der Monopolstellung. Weil die wollen jetzt wieder Sachen kaufen. Oh, irgendwelche Sachen kaufen und das ist halt auch Microsoft jetzt das Problem wegen wegen Dings hier, Bethesda, wegen Activision Ja. und das gleiche hat jetzt Disney das Problem, dass sie da was machen wollen. Okay. Und Disney hat auch geguckt. Also so wie ich gelesen habe, wollen die so ein ähnliches Abo-Prinzip wie Amazon Prime machen. Und was hat Prime für Ja, du kennst doch das Abo-System von Prime. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Filme gratis und dann sind die auf einmal nicht mehr gratis. Dann musst du die bezahlen auf einmal.
Achso, da ist dieses Prinzip hier kein Plan. Ich gucke immer nur Gratis-Filme bei denen, also von daher. Die anderen Filme interessieren mich, ne? Ja, das ist. Ich warte nur darauf, bis Netflix genauso abgeht. Nee, das macht Netflix Es. nicht. Ey, Netflix will jetzt schon Werbung einführen. Ja, aber für die neuen Abo-Modelle, nicht für unsere, für uns bestehenden. Doch, für die bestehenden auch. Die fangen jetzt nur halt mit den neueren an, aber die alten sollen es auch bekommen. Die das Premium-Abo haben, nicht nur die, die das Billig-Abo haben. Ja. Ich habe aber kein Premium-Abo und ich werde auch wahrlich keine Werbung gucken. Und dann noch Geld dabei bezahlen. Arschgeleck. Oh, das ganze YouTube Money. Folge ist übrigens vorbei. Ja, ich muss erstmal hier wieder rauskommen. Kannst du eigentlich? Nix kann ich. Plünder hier noch Sachen nebenbei. So. I'm out. Out of space. Naja, aber ich bin sowieso irgendwie dazu am Neigen, wieder Oldschool-DVDs zu gucken, einfach nur. Eigentlich wäre es ne, wär's ne, die Geschäftsidee, Videotheken wieder aufzumachen, aber in Ja. Zeiten von Abo-Diensten und so hast du gar keine Chance mehr. Ich würde gern mal wieder in die Videothek gehen. Weißt du, für Freitagabend ein, zwei Filme. Oh, Fürs hier ist ein. Wochenende ein, Oh. zwei Filme, ey, so cool. Ist ein Drogenhund, das ist ein Drogentier, das ist ein Drogentier. So, Freunde, wie die ganze Scheiße weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Plündern wir. Genau. Tschüss. Tschüss.